Die üblichen Vorstellungen der Flacherdler, also von einem Modell wollen wir hier mal besser nicht sprechen, gehen ja davon aus, dass die Sonne irgendwo über den Wendekreisen ihre Bahn über der Erde zieht und regelmäßig im Jahresverlauf zwischen diesen hin und her pendelt, was wiederum hier unten die Jahreszeiten verursachen soll. Was diese Bahnverschiebung verursacht und was die Sonne überhaupt dort oben hält? Kein Flacherdler kann es erklären, aber geschenkt. Die Behauptung ist ja im Großen und Ganzen nur die, dass die Sonne sich im Januar irgendwie in den warmen Süden verpisst und es daher bei uns entsprechend kalt ist. Im Sommer hingegen wäre die Sonne dichter bei uns und es ist warm. Logischerweise müsste sich dieser doch sehr deutliche Entfernungsunterschied dann auch in der Größe der Sonne widerspiegeln. Und da ja die Flacherdler selbst gerne betonen, man solle ihnen nicht einfach alles glauben, sondern selber nachprüfen, komme ich dieser Bitte doch sehr gerne nach. Ich habe hier eine Aufnahme vom letzten Sommer, genauer vom 10. Juni letzten Jahres, dem Tag der partiellen Sonnenfinsternis. Ein Video davon habe ich natürlich auch hier auf dem Kanal. Aufgenommen wurde das Bild mit einer Canon 650D an meinem kleinen Teleskop mit 1300 mm Festbrennweite. Gut ein halbes Jahr später, am 6. Januar dieses Jahres, entstand mit derselben Ausrüstung und somit auch exakt gleicher Brennweite dieses Bild. Und schon mit bloßem Auge ist klar erkennbar, dass wir hier ein kleines Problem haben. Also, beziehungsweise nicht wir, sondern die Flacherdler. Denn warum, bitteschön, ist die Sonne in unserem Winter deutlich und nachweislich größer als im Sommer, wenn sie doch angeblich weiter weg sein soll und irgendwo über dem südlichen Wendekreis baumelt? Nochmal zur Erinnerung, beide Aufnahmen entstanden mit demselben Equipment und identischen Kameraeinstellungen. Gleiche Brennweite, gleiche Vergrößerung. Denn an diesen beiden Dingen kann ich gar nichts ändern. Ich stelle beide Aufnahmen im Rohformat direkt aus der Kamera in der Videobeschreibung zur Verfügung. Warum also erscheint die Sonne im Januar tatsächlich rund 3% größer als im Sommer? Das könnt ihr Flacherdler sogar selbst ganz einfach nachprüfen mit euren ach so tollen Coolpix-Kameras. Sonnenfilter drauf, vollen Zoom bis zum Anschlag und dann einmal im Winter und einmal im Sommer ein Foto gemacht. Idealerweise Anfang Januar und Anfang Juli, aber etwas früher oder später zeigt sich der Effekt ebenfalls noch. Es hat im Übrigen auch nichts mit der Tageszeit zu tun. Beide Aufnahmen entstanden jeweils kurz vor Mittag. Und dass die Sonnengröße im Tagesverlauf ohnehin praktisch konstant ist, habe ich schon früher gezeigt, über 11 Stunden hinweg. Wie also kommt's? Im heliozentrischen Modell ist die Erklärung trivial und physikalisch plausibel. Aufgrund der leicht elliptischen Erdbahn um die Sonne variiert auch der Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern übers Jahr. Anfang Juli im sogenannten Aphel, also dem sonnenfernsten Punkt der Bahn, beträgt der Abstand ca. 152 Millionen Kilometer. Anfang Januar im Perihel, dem sonnennächsten Punkt, sind es nur ca. 147 Millionen Kilometer. Ein Unterschied von gut 3%. In der scheinbaren Größenänderung der Sonne ist dieser Entfernungsunterschied deutlich zu erkennen. Auf die Jahreszeiten hat das wenig bis gar keinen Einfluss, denn die entstehen bekanntlich durch die Neigung der Erdachse. Der rote Rahmen hier stellt übrigens recht genau das Sichtfeld meiner Kamera am Teleskop dar. Genauso wie die Aufnahmen entstanden. Also eigentlich ein ziemlich simpler Sachverhalt. Jedenfalls in der beobachtbaren Realität. Aber wie erklären Flacherdler diesen eklatanten Widerspruch zu ihren eigenen Behauptungen? Sind sie dazu überhaupt imstande? Man darf gespannt sein.